Leute, here we go again. Es wird mal wieder Zeit. Wir schauen uns heute Ex on the Beach Folge 2 an. Let's go! I'm Kara and I am a proud black trans woman. Und das ist die Ex von Billy. Aber da sieht man schon, er hat Bock, kein böses Blut zwischen den beiden, denn er sagt, hey. I don't have a problem with the claws coming out if they need to. Schauen wir mal, ob die Krallen nötig sind. Billy ist eigentlich guter Dinge und er sagt, hey. In the past week before I came to the house, I had a huge change in coming out to my family. So how did things go with telling your family? My family took it great. Billy könnte sich schon vorstellen, da nochmal anzugreifen und auch sie sagt, I'm definitely open to it. Weniger entspannt sieht es bei Mark und seiner Ex aus. Da hatten wir ja letzte Woche schon mal ein bisschen Drama im Haus. She wants to get back together and I'm not ready for that. Bei dem romantischen Dreier-Kuscheldate im Whirlpool versucht Devin nochmal hier seinem Kumpel Mark ein bisschen die Augen zu öffnen. Ob das klappt? I don't know. You are so incompatible with me. It's just not gonna happen. Aber genug von Bromance. Kiss her. Do it. Where did you find him? This is exactly my man. Beim obligatorischen Wahrheit oder Pflichtspiel muss Mark als nächstes dran glauben. Show us your ass. Dann kommt Devin dran und Devin muss machen. Wow. Das ist echt mies, das ist echt richtig, richtig asozial. Ich glaube, jeder Typ würde sagen, boah, bitte nicht, das ist zu krass. I dare you to kiss both of the twins. No! Dann darf sich Cameron einen Hintern aussuchen, dem er mal ganz geschmeidig einen Schmatzer aufdrücken möchte. Eigentlich hat er ja was mit Gilles am Laufen, aber ihren Hintern wählt er nicht. I just cannot get freaking hurt again. Cameron hat Bock und nimmt sich, was ihm hier im Spiel zusteht. Ja, und wie sieht Mark das? There's something seriously wrong with me. Naja, auf der einen Seite sagt er, okay, go Cameron, schnapp sie mir weg, weil dann habe ich kein Problem mehr mit ihr, aber... And another part of me is just like, can't get the f*** away from my girl, because that's my... Dass das mehr oder weniger sein Hintern ist, oder beziehungsweise seine Zunge, merkt er im nächsten Spiel. Und alle anderen im Whirlpool wissen genau, was das bedeutet. Und eigentlich ist es nichts Gutes. I mean, this is like a car crash happening in slow motion. It's not gonna crash for like 300 yards, but you know that the car doesn't have brakes. Und ja, trotzdem unternimmt keiner was. My head and my penis are on such different wavelengths. Und das beschreibt tatsächlich das größte Problem von uns Männern. Wir haben es schon hart. Die beiden sind tatsächlich nach oben gegangen, verschwunden im Badezimmer, da gibt es keine Kameras. Und ja, Elena sagt uns mal, was da los war. Me and Mark totally had in the bathroom twice. Obviously he still loves me. Someone should wipe down the counters. Da wurde es also sehr, sehr schmutzig und Mark konnte nichts mehr halten. Also, jemand sollte mal durchwischen und am nächsten Morgen wird darüber gesprochen am Frühstückstisch und ja, das Müsli wird Elena nicht schmecken. What was last night? That was one night thing. No, seriously. Was hast du denn gedacht? Aber sagen wir mal so, die Antwort wird sie jetzt auch nicht überraschen, denn das hat sie ja schon ungefähr 100 Mal durchgespielt. Mal on, mal off, mal on, mal off und so weiter und so fort. Wieder Interesse an einem on hat Billy und seine Ex-Freundin. So, I feel like I always had like unfinished feelings a little bit. Billy ist nicht abgeneigt und das sagt er ja auch. Let's just get to know each other again. Drei Leute müssen runter zum Strand, denn eine neue Ex-Freundin wird angespült. Aubrey, die Sängerin von Danity Kane. Anthony, der Betrüger und natürlich aka Chris Browns Junior. Aubrey und Chris Brown haben nicht so ein großes Problem wie Anthony, weil der hat Angst, dass eine bestimmte Person kommt. Out of all my exes, I would say Shannon is the worst one. She's the one ex I would actually be very worried about. Und jetzt ratet dreimal, welche Person, welche Ex denn jetzt aus dem Wasser emporsteigt wie der Phönix aus der Asche. Oh, it's my f***ing ex. Which one? Oh. Shannon. Das wird gut. While we've been dating, Anthony's had sex with multiple girls and he broke up with me over a text message. Sie ist hier nur da, um eine Sache zu erfüllen. I'm here to make Anthony's life a living hell. Und Anthony hat Angst. For real. Don't look too happy over there, buddy. Is that the one that's crazy? Yeah. Und der Host Romeo versucht dann noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Anybody you recognize? A piece of shit.
right there. Eieieiei, dann kommen alle zurück und Aubrey sagt erstmal, was am nächsten Tag passieren wird. We're having an elimination tomorrow. And only a single with an ex has the right to vote. Jetzt fragt ihr euch sicher, wer darf denn dann wählen? But guess who do have a vote? Mark, Billy and Gilles. Das Ganze wird dann noch weiter unterbrochen von einer kleinen Säule, die aus dem Boden emporschießt mit einer Nachricht. Mehr Show als bei uns und irgendwie diese Charaktere erinnern mich auch irgendwie alle an Comicfiguren. Bisschen surreal, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Geschichten wirken auch ein bisschen staged, das ist bei uns auch irgendwie anders, aber auf jeden Fall kommt es jetzt zu dieser besagten Message. Last Valentine's Day left nothing but broken hearts. Head down to the Shack of Secrets! OMG, das ist wirklich anders. Mark und seine Ex Elena müssen runter in die Geheimnisgruselgruft. Hey Mark, it was nice to know you, bro. I'm walking into pain. Oh, the shit is real. So sieht's nämlich aus. Ihr erinnert euch an die Geschichte aus der ersten Folge. Da ging es irgendwie darum, dass sie einen Schluss gemacht haben und er dann irgendwie eine Woche später am Valentinstag mit jemand anderem was hatte. Das ist die Geschichte. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, wir wissen es nicht. Aber sagen wir mal so, darum geht's jetzt. Went south because one of you shouldn't have swiped. Now swipe left to make it right. Ja, und wie damals bei Tinder hat er nach links geswiped, aber diesmal gibt es kein Match, sondern eine Videobotschaft von einer, die damals sein Match war. Mark and I really had a connection. The third time we hung out, we ended up having sex. And Mark proceeded to tell me that he did love me. Oh, also von wegen so ein One-Night-Stand, anscheinend ist das ein bisschen länger und anders gelaufen. Is that true? Yeah. For how long? In 2 weeks. Someone with those eyebrows that you love her? Via text. Ich liebe diese Elena, die ist so funny. Okay, sie ist komplett verrückt, aber die Sprüche... Oh mein Gott, und da wird's noch viel, viel schlimmer. Denn nicht nur die Videobotschaft wurde hier gerade abgespielt, nein. Die Türen öffnen sich und jemand kommt herein. Hi, Mark. You gotta be kidding me. Holy f***. Oh. Mark, auf dich, Bruder. You couldn't have worn a bra? Percy, leave me to my date. Don't you see I'm in the middle of something? Elena ist einfach unfassbar. Die Affäre hat auch was zu sagen, aber die Frage ist, möchte das denn überhaupt jemand hören? I don't actually care what you have to say. I just want to clarify, not only did you say that you loved me through text message. I don't think I said it in person. It was only one night in person. Und das sind sozusagen die News, aber es stimmt schon, dass er gesagt hat, dass er Single ist und dass die sich halt auch kurz vor dem Valentinstag kennengelernt haben. Da hat ja angeblich Mark Schluss gemacht und das weiß ja auch Elena. Die Affäre bleibt in der Gruft, die beiden kommen hoch und schildern den anderen, was da denn so los war. Oh, she's literally in the building? Yes. And heavy, no bra. Das mit dem BH hat Elena auf jeden Fall beschäftigt und ja, Devin würde sich gerne damit beschäftigen, denn... I'm a feminist. Let him breathe. Free the n***. Gleiches Team, ich sehe es auch wie du. Man muss tolerant sein. Mark ist auf jeden Fall leicht genervt. I was single, I broke up with you. Und ja, wenn er sich von ihr getrennt hat, ist das natürlich kein Gentleman-Move, sich direkt am nächsten Tag auf Tinder anzumelden, zu swipen und die Woche drauf sich mit jemandem zu daten und Spaß zu haben. Aber getrennt ist getrennt. One person in the relationship thinks it's over, it's over. Ja, so sieht's aus und das denkt auch Devin und der wagt sich runter mit dem Kumpel Anthony in die Gruselgruft. Operation Free Mark. Is in full effect. Genau, die lassen sich das von der Affäre noch mal erzählen. He said it was a week before. It was a week before when they broke up. Yeah. Did I just clear it out? Yeah. Turns out, Mark is not a liar. Sorry, Elena. Mark hat nicht gelogen. There is no fraud here. Dann unterhalten sich mal Anthony und Shannon. Like, I gave you, dude, I gave you everything of me. Sie ist auf jeden Fall eine Süße, wurde aber hart von Anthony. And you broke my heart. You really destroyed me. Und Anthony macht den Eindruck, ja, als wäre es ihm einfach egal. I'm sorry. Man darf hier nicht vergessen, es gibt ja noch diese andere Ex im Haus von Anthony und das ist Gilles. I wish I could just show her that she's gonna be okay without Anthony. So Gilles just drops a bomb, like so subtle that Anthony. Deandra. Oh oh, jetzt kommen noch immer mehr heraus, mit wem Anthony alles in der Zeit von den beiden was hatte. Not good, my friend, not good. And said you didn't fuck Deandra? Why'd you lie? Bam, das erste Getränk fliegt und ja, hat er aber auch verdient. You gotta laugh about it, bro. Mm-mm.
He's gonna laugh. Mm-mm. Dem ist das Lachen vergangen, er hat gar keinen Bock. Ja, der ist jetzt in einer ganz anderen Mood. Did you say anything or did she just come up to you with a drink? I'm like punching the wall tonight, bro. I promise you that. Das würde auf jeden Fall zeigen, dass du alles sehr, sehr stark bereust. Not. The guys don't want her out. And it has nothing to do with you, she's hot. Da kann ich die anderen Jungs im Haus auch verstehen. Die haben noch nicht mit der Craziness zu tun gehabt. Und bisher weiß man das ja auch gar nicht, ob sie crazy ist. Die ist einfach hart verletzt, weil er sie veräppelt hat. Naja, dann kommt es zu der Entscheidung, die drei Singles mit den Exen im Haus, das sind einmal Mark, Billy und Gilles, die dürfen entscheiden, welche Ex heute das Haus verlassen wird. I'm just sitting here like, okay, this is my fate. Die anderen Teilnehmer haben erstmal mit der Sache nichts zu tun, aber sie können das Ganze verfolgen über einen Bildschirm. I am just fine on the couch with my popcorn. I wanna move on, but a part of me just like can't let her go. Genau, und das ist der springende Punkt. Er selbst kann sich aus der Situation nicht befreien, weil er einfach im Geist, im Kopf noch so gefangen ist. Aber die anderen beiden Singles helfen ihm und entscheiden sich für Elena. Und Elena muss das Haus verlassen. I'm sorry to say your time here has come to an end. You are no longer an ex on the beach. Das war's mit Folge 2 von Ex on the Beach. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Das war's von mir. Ich sag ciao.